Tornados, Erdbeben und Vulkanausbrüche sind nur drei von so vielen weiteren Naturkatastrophen, die ich und sieben weitere Content Creator in diesem Video überleben müssen. Jeder ist dabei komplett auf sich alleine gestellt. Und wer es dabei schafft, dreimal am längsten zu überleben, gewinnt dieses Format. Wir kamen jetzt erstmal alle auf die Map und hatten jetzt eine Minute Zeit, uns vorzubereiten, bis die erste Katastrophe losging. Wir müssen Items suchen. Oh mein Gott, ich hab einen Sturmdreher. Ja, ich kann einfach in der Zone chillen. Gerade ist noch chilling. Guck mal, hier ist Trias. Jetzt sind alle noch happy. Okay, Freunde, ich habe einen Bogen schon gefunden und hier ist ein Geschütz. Und ich würde irgendwie hochkommen. Warte mal, komm ich irgendwie hoch? Wir hatten jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. In den 15 Sekunden ging es jetzt schon los. Nein, bitte nicht. Kein Desaster, bitte. Oh, es geht gleich los. Es geht gleich los. Ich gehe direkt instant ein Trollen. Warte mal, ich will da hoch. Ich will das Treppenhaus rein. Ich glaube, hoher Spot ist gut hier in dem Modus. Digga, wie einfach jeder da hinten chillt. Jux, wieso ist keiner hier? Und während ich mich jetzt auf den Weg zu denen gemacht habe, kamen jetzt riesige Tornados. Oh, oh. Es kommen Tornados. Oh mein Gott, es kommt ein Tornado. Hier hoch, hier hoch, hier. Magic, lauf, Junge. Das ist gar nicht gut, das ist ja noch... Ach du heilige Bimbo, die sind richtig schnell. Tornado! Ah! Ich sterbe! Bin ich hier sicher? Ich hab keine Ahnung. Aua! Er tötet mich! Oh no, ich hab einen Bogen. Ich hab einen Pfeil! Ich kann einen töten! Ich geh zu Johnsy und töte ihn. Ich glaube, es ist absolut schlau, auf süße Gebäude einfach zu klettern. Komm! Ich muss hier rauf. Schau mal, die können mir gar nichts anhaben, die Tornados. Die sind alle winzig. Oh lol, hier ist sogar noch eine Steinschusspistole. Ich hab 1 HP! Ah! Er hat einen Bogen! Hey, Mann, Mann! Ich hau ihn kaputt. Ja, Niklas! Ja, Niklas! Ach, fängt schon mal gut an. Warte mal, ich kann auch Leute griefen. Aber da vorne ist Trias. Bitte sag im Haus, das war unsicher. Magic hat einen Bogen! Warum hat Magic einen Bogen? Hä? Was war das denn? Ich wollte nur tanzen! Magic hat einen Trias geholt vor meiner Nase! Oh mein Gott! Ich brauche auch einen Bogen! Ich will auch einen Bogen haben! Bro, DaveNet ist da oben drin. Bro, wie kommt man da rein? Taktischer Rückzieher hier nach unten. Gucken, ob ein Wirbelsturmi kommt. Kommt keiner. Meter machen. Max denkt jetzt, er kann sich jetzt hier einen Point sneaken, oder was? Oh mein Gott, der Tornado. Jetzt gibt's eine Schlägerei. Hallo, Ivy. Maxi will mich hauen. Ah, lauft! Jonesy? Dann dich, Bro. Warte mal. Die Zone kommt. Warum ist jetzt eine Zone plötzlich da? Ja, Ivy kriegt Damage. Maxi kriegt auch Damage. Let's go. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Oh mein Gott, ich bin nur so ein Spiel. 5 HP. Irgend so ein Dulli hat das hier geworfen, hier vorher. Er hat es versucht, nicht down zu gehen, aber währenddessen war der Kato immer noch hinter mir her. Nein, das war mein einziger Schuss und ich verpasst den. Warte mal, hier ist die Zone. B-Zone. Wo sehe ich hier eine Zone? Bin tot wegen Zone. 10 HP. Tons hat hier gefunden. Wie unfair ist das denn? Okay, ich hau einfach Magic hin. Er hat ein Turret. Er hat ein Turret. Ja, Tonsi! Ich pack wieder einen. Nein, ich muss laufen. Wenn mich ein Tornado hätte, bin ich tot. Diese Sonne, bitte. Ich hab 5 HP, bitte. Und wenn du jetzt in Fortnite genauso schnell Kills machen willst wie dieser Tornado. Boah! Brauchst du dafür einen guten Gaming-PC und den gibt's zum Glück beim Sponsor des heutigen Videos und zwar MyPC. Denn diese Firma hat sich darauf spezialisiert, gute Gaming-PCs für hohe FPS zu erstellen und Creator wie Rubik oder auch PokerX haben nämlich schon PCs von MyPC. Dabei muss man die PCs gar nicht mal selber zusammenbauen, denn diese werden schon komplett fertig geliefert. Diese müsst ihr dann nur noch einstecken und könnt eigentlich schon gefühlt loslegen mit dem Gaming. Auch eine Windows-Vollversion ist bei jedem Kauf natürlich integriert. Neben einer super, super guten Bewertung bei Trustpilot und super vielen begeisterten Kunden, ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis für diese PCs echt sehr, sehr, sehr gut. Und um diesen Deal jetzt einfach nochmal zu toppen, könnt ihr jetzt einfach auf die Website von MyPC gehen und euch einen PC raussuchen, der euch gefällt. Diesen könnt ihr dann einfach in den Warenkorb packen und wenn ihr euch dann noch ein zusätzliches Mauspad raussucht und den Code Johnsy eingibt, kriegt ihr dieses Mauspad kostenlos dazu. Also checkt gerne MyPC ab, wenn du einen neuen Gaming-PC brauchst, natürlich der erste Link in der Videobeschreibung. Wenn sich jetzt eigentlich jeder gefightet hat, war DaveNet auf dem höchsten Gebäude die ganze Zeit safe. Will Maxi gerade hier auf mein Haus kommen? Ich will hoch zu Dave. Na, Maxi, so geht das nicht. Oh, hey, kommt man gar nicht höher. Das ist ja mal krass. Aber jetzt sind auf der ganzen Map Coins gespawnt, die man dann einsammeln kann, wodurch man Gold kriegt. Und mit diesem Gold kann man bei Automaten Items kaufen. Und aus diesem Grund wollte ich die jetzt unbedingt haben. Oh mein Gott, ich will den Coin haben. Alles für den Coin. Let's go. Nein! Ich wurde überfahren. Boah, hier ist irgendwas. Was ist das? Jetzt Coin. Maxi hat mich getötet. Wie viele Leute leben denn jetzt noch? Lol, die sind da oben drauf. Cheater. Nein. Er ist genau auf mich gegangen. Lol, ich hab den Fisch. Oh mein Gott. Ich muss echt mit dem Fisch machen. Aber das war für ihn gar nicht so leicht. An die Camp mal da hinten alle die Stinker. Magic kommt da gleich in die Ecke. Und da kassiert er den Bremaster 3000. Leute, ich mache jetzt was Verrücktes.
Ich will Maxi-Fighter drin fighten. Aber Maxi campt halt da drin. Tot. An Dave Knight. Mann, Dave Knight. Als ob das funktioniert hat. Oh mein Gott, was hat Dave mit ihm gemacht? Und da sich jetzt Maxi und Dave nicht mehr gefightet haben und die Runde dann vorbeigegangen ist, haben sie dazu gemacht, dass derjenige mit dem meisten Leben gewinnt. Und dieser war jetzt Maxi-Fighter, weswegen er jetzt seinen ersten Punkt bekommen hat. What the f***, Jungs? What the f***? Bitte mich hier los. Im Anschluss sind wir jetzt in die nächste Runde reingegangen, wo Skato direkt auf mich abgesehen hat. So, okay, neue Runde. Ich habe ein Item bekommen. Ja, schieß an, die Kacke. Oh mein Gott, warte, was liegt hier vorne? Eine Boogie Bomb. Nein, er hat einen Turret. Er hat einen Turret, du Sack. Ja. Alles kommt zurück im Leben, merkt ihr das? Oh mein Gott, ich hab eine Boogie Bomb gesammelt. Ja. Sag mal, Albi, klaust du jetzt hier bitte nicht meine Idee? Guck mal hier muss doch safe was oben sein, oder nicht, Chat? Okay, also das Wichtige ist, nicht wieder AP zu verlieren. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn es kamen jetzt riesige Meteoriten. Digga, ich muss sowas von weg. Es kommt ein riesiger Asteroid. Meteorit, irgendwas. Lauft, Jungs! Lauft! Guckt nach oben! Ich muss hier raus. Ich muss den Himmel abchecken. Oh, wir gehen wieder rein. Boah, ich lauf rum. Ich hab Eier, Jungs. Heute beweise ich Eier. Doch nicht, oder? Ach du der Turm geht kaputt. Warte, Albi. Oh, schade. Das war auch ein Asteroid, Albi. Oh mein Gott, da kommt ein Dynamit. Nein, ey, was ist nicht gecheckt, dass ich hier bin? Ich glaube, es ist ehrlich schlau, vom Gebäude runterzugehen. Ich fühle mich hier sicher. Aber warte, ich will irgendwen griefen. Niklas! Niklas! Ja, Niklas! Nein. Ach, warum denn? Ach, nein, ich kann nicht mehr. War in die Chipspackung. Schaut sie, Sturmvorhersage hier. Kennt ihr, Junge? Hä? Da kommt einfach die Sturmdrehung. Warte mal, Trials, du wolltest mich gerade hier angreifen, oder was? Dann komm mal her, mein Bester. Ich hab was für dich. Schauen die an den Dinger. Er hat einfach zwei Sturmdreher. Ich sag keinen Minas-Fisch. Erst wenn ich im Nahkampf bin. Dann gibt's den Angriffmodus. Vielleicht kann ich Kato raushauen. Ja, Kato! Oh. Hä? Warum hat der eine Pistole? Ich hole mir Süßigkeiten. Wenn der das gemacht hat, habe ich jetzt weiter gegen Trials gefightet. Ich habe 14 AP, ich habe 14 AP. Nein, nein, nein! Da gibt mir Gags, bitte nicht, bitte nicht! Komm her, Trials! Ja, Trials! Oh, geil! Bitte nicht, nein! Digga, ich bin zu smart! So big brain! Albi! Nein, mein Gott! Du... Du... Ich kann ihn nicht slidekicken! Du Loser, Mann. Bekommen wir Fallschaden? Ich hab Albi! Die Freude war aber nur von kurzer Dauer, denn jetzt kam der größte Meteorit. Ja, was ich jetzt hab, hier blinkt alles rot. Oh mein Gott, der Riesenbrei kommt. Hilfe! Das Ende der Welt! Oh mein Gott, ich schläg was ein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Die Erde zittert! Digga, was ist das denn? Digga, was ist das denn? Hilfe! Digga, was ist das denn? Lauft! Lauft! Okay. Maxi-Fall, geh in mein Geschütz rein! Ja! Mein Geschütz! Nach diesem Einschlag haben jetzt Maxi, Magikin, Dave und ich überlebt. Aber da Magikin noch 100 HP hatte und eine Banane noch zum Healen, hat er jetzt den nächsten Punkt bekommen. Aber jetzt, als wir reingecued sind, wollte ich jetzt Rache an Kato. Wir gehen nochmal auf Kato drauf. Komm, den Mann brechen wir jetzt. Kato! Geh weg, John Z. Ich habe keine Waffe. Oh mein Gott, er läuft. Kato! Wenn Kato jetzt von mir gechased wurde, wurden wir aber alle auch zu Gejagten. Oh mein Gott, es kommen Aliens, Chat, es kommen Aliens. Nein! Zone! Warum ist denn hier Zone? Warte mal, die Zone kommt hier. Was geht jetzt hier ab? Das ist neu. Oh mein Gott, Albi ist neben mir. Ich hab... Boah! Tot. Ja. Albi will in die Zone oder was, sagst du? Ah! Ah! Das sind Aliens! Nein! Wo ist Chauncey? Oh mein Gott. Kato's One-Shot! Das war Spaß, John Z. Kato's One-Shot! Oh mein Gott, Jonas hat den goldenen Fisch. Aber woher kriegt er den immer? Nein, du Ratte! Ja, komm her! Nein! Will, du bist auf mich! Nein, beschütz mich, Turret! Beschütz mich! Oh, die Zone kommt! Wenn ich mich getriggert sind, gehe ich einfach mit... Junge, Dave Knight, ne? Er wollte schon wieder machen. Ich geh weg hier, ich hab Angst. Ich will Dave Knight Karma geben. Nein, das wäre Karma gewesen. Ich habe keinen Pfeil in meinem Fuß stecken gehabt, aua. Hier, Jungs, los, zack. Oh nein, nein. Was passiert hier, Halt auf. Okay, das Ding ist over. Oh mein Gott, er hat ein Schild. Ah, der Roboter. Albi, ich hab Albi down.
du, Mann, du Nougat-Creme. Oh mein Gott, wie lebe ich eigentlich noch? Karte und App. Ich bin tot. die Nougat-Creme ist hier. Ja. Ich bin friedlich. Ich muss niesen. Oh, sorry. Krieg ich die Geschütze noch? Oh mein Gott, die machen richtig Damage, die Leute. Ich bin tot, ich bin tot. Oh. Junge, irgendwann, ich muss meine Banane poppen. Irgendwann diese Railgun, das sind die Bots. Ah! Junge, ich bin richtig schnell. Ich bin speedy und alles. Magic, wird gut gefokust, oder? Ich glaube, hier oben bin ich safe, oder? Nein, der Bot. Ich glaube, ich bin tot. Mir geht's nicht gut. Ich bin mit dem Crashpad auf dem Baum drauf. Nein, hat das Crashpad kaputt geschossen, der Bot. Ich wurde zerstört. Ich wurde offiziell zerstört. Gut. Kann man hier Muni kaufen? Oh mein Gott! Wenn einer! Ich hab wieder Leben! Doch, ich hab nur 98 Leben, das ist gut. Eine Banane! Das brauche ich! Die Leben brauche ich! Let's go, Freunde! Aber jetzt haben sich alle nochmal gefightet. Nicht viel Leben, ich kann das nicht gewinnen. Wir haben mir Weg auf die Coins, ich brauch die Coins. Ich hab noch die Coins genommen! Let's dance! Ich will jemanden angreifen. Hä? Ja. Nein. Nein. Ich bin low, Freunde. Das war's mit mir. Ja, Niklas. Nein! Nein! Mann, ey. Bam, Junge! Oh mein Gott, war mal Kato und ein Goldfisch, ne? Ja, komm schon. Ihr habt den Fisch, ihr habt den Fisch. Ja, jetzt mach ich das. Kato! Dave campt da oben. Dave ist der größte Camper. Und genau mit dieser Taktik hat es Dave geschafft, die meisten Leben zu haben und somit sich seinen ersten Punkt ebenfalls zu securen. So, wir sind jetzt in der vierten Runde drin. Jetzt kommt der Win. Ich spüre es. Wir gewinnen das Ding jetzt. Und da ich jetzt in den letzten Runden genügend Coins eingesammelt habe, hatte ich jetzt auch genügend Gold, um jetzt wieder eine Steinschusspistole zu kaufen. Let's go. Zweimal ein Schuss. Es kam jetzt ein riesiges Erdbeben, weswegen jetzt die Gebäude eingestürzt sind. Aber anstatt jetzt auf den Win zu gehen, hatte ich jetzt erstmal wieder eine andere Mission. Fallen jetzt Gebäude um. Da steht eh schon ein bisschen schief. Ich geh zu John Z. Ich geh John Z griefen, ist mir egal. Ja, Kato hat eine Waffe? Oh mein Gott, Kato mit dem Bogen, warte mal. Ja! Kato, du Ratte! Nein! Nein. John Z! John Z! Komm her! Nein! Fall out of the map! Ja! Ja! Ich hab ihn nicht geholt! Er hat sich runtergejätet, der Idiot! Kato, ja! Mann, das war so schlecht. Er war in dieser Runde nicht der Einzige mit einem super dämlichen Tod. Ich glaube, da steht's ganz gut oben. Oh mein Gott, das Haus ist eingestürzt. Bro, ist das kacke. Aber neben diesem ganzen toten Gast ist auch wieder ganz normale Fights. Was habe ich hier? Ich habe ein Schild. Try us! Jetzt Waldfisch, Magicals! Nein! Nein, Trias, die Waffe gehört mir. Ich hab den so gebaitet, ja. Oh mein Gott, das komplette Gebäude ist umgefallen. Warte mal, lebt hier noch irgendjemand, der einen Punkt hat? Dave Knight. Ich muss auf Dave Knight gehen. Hab ich verdrückt? Nein. Ich hab ein Ding auf ihn geworfen. Mann! Hä, warum bin ich gestorben? Hä? An was bin ich down gegangen? Oh mein Gott! Der Flo wurde einfach gerade von diesen Steindingen überrollt. What the f***? Und neben diesen ganzen komischen Sachen, die passiert sind... Alter, was geht jetzt ab? ...hatte Niklas ebenfalls noch einen Bug. Golden Fisch für den Kill. Alter! Ich hab 3 Stück. Und die hat er jetzt auch alle gegen mich benutzt. ein Goldfisch! Du Ratte, ich sammle ihn gleich einfach ein. Dann doch, hä? Er hat 2 Stück. Digga, wie viele Goldfische hat der Mann denn? Nein! Er hat ihn! Nein! Hä? Der stirbt nicht! Ja! Digga, er hat 5 Goldfische! Digga, woher? Er hat ein 3er-Inventar! Hey, wer liebt ihn noch? Ich sehe niemanden mehr. Und somit waren jetzt nur noch Niklas und David am Leben. Und da Niklas zum aktuellen Zeitpunkt mehr Leben hatte, musste er jetzt nur noch die Zeit abwarten, um jetzt auch seinen ersten Punkt zu kriegen. Ich muss echt ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott, da vorne liegt Comet, krasser Loot. Mann, ey, Dave Knight holt mich doch. Ich fass es nicht. Jawohl. Easy kill. Digga, Dave Knight, der einzige Überlebende, ist crazy. Und falls euch eigentlich fragt, was jetzt eigentlich mit Ivy passiert ist, dem ging es in dieser Runde mal wieder gar nicht so gut. Oh mein, ich hab 3? Wo hab ich 3 von den Teilen? Warte mal, ich kann nicht mehr mitnehmen.
Ich hab unendlich einen Glitch, Bro! Hallo? Ich will den wegwerfen. Guck mal. Ich bin in der Simulation. Ich bin in der Simulation. Weg. Weg. Okay, ich probier's noch einmal. Oh, jetzt hab ich nur noch einen, Bro! Nee, das Spiel ist wack, Bro. Das Spiel ist Real Talk wack. Das kann nicht sein. Dave hat jetzt somit schon seinen zweiten Punkt und wenn er jetzt die nächste Runde gewinnen sollte, hat er auch somit das komplette Video gewonnen. Weswegen einige das vielleicht verhindern wollten. Dave hat jetzt zwei Punkte, müssen Gas geben, ich will jetzt auch eine Runde gewinnen. Nur eine Person hatte da einen etwas anderen Plan. Gut, ich will gerne Trios töten. Trios, komm zu mir. Hey, wie will ich jetzt danach umkommen? Oh, Niklas kam her. So, guck mal, er denkt jetzt, ich bin ganz lieb. Hallo. Oh mein Gott, Digga, hat da oben gerade jemand eine Pump oder so? Hat Niklas eine Pump? Nein, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Nee, Chat, ich sag's euch ganz ehrlich, jetzt camp ich mal. Ich mache jetzt einen Dave Knight. Aber leider wurde daraus nichts, denn jetzt gab es einen Vulkanausbruch, wodurch die Lava immer höher gestiegen ist. Oh, lauft, Jungs! Hoch da! Hoch da! Ich mach die Meter. Mein kriegt die Lava nicht. Ich wollte gerade sagen, Leute, ich glaube, Real Talk, aufs höchste Gebäude zu gehen, ist schlau. Also Dave hat mit seinem Tower da oben. Nee, ich geh zu Dave Knight hoch. Ich sag's dir so, wie es ist. Beim besten Willen, ich geh zu Dave Knight. Ich muss zu Dave. Alvi ist auch hier. Und wenn mich Alvi jetzt tötet, ne, dann bin ich sauer. Wir müssen auf Dave gehen. Er hat schon zwei Wins. Ja, das Ding ist, sie dürfen hier nicht draufkommen, ist das Problem, ne? Und wenn er jetzt versucht hat, mit allen Mitteln die Jungs unten zu halten. Fokus auf. Ey. Oh. Ich hab dich. Danke dir. Musste er bei manchen gar nicht viel machen. Oh mein Gott, ich bin so... Junge, jetzt Maxi. Jetzt müssen wir hoch. Oh mein Gott, Leute. Diese Knockerpistole hat mich so gerettet, ne? Wie komme ich hier höher? Ich komme nicht höher. Nein, ich glaube, ich werde einfach an der Lava sterben. Wenn jetzt jeder auf die höchsten Gebäude gehen wollte... Ja, was machen die da oben? Ich komme hier jetzt auch hoch. Digga, Flo aus Lava ist das? Ja, ich bin nicht so hoch wie die da hinten. Ich muss zu denen gehen. Das ist ja bei denen. Oh mein Gott, ich muss jetzt was Krasses machen. Habe ich jetzt beschlossen, auf den Eisberg hochzugehen, mich da dort und dann bei der Holzplattform zu vercampen. Sometimes, Chat, you have to risk it for the biscuit. Oh mein Gott, die Lava kommt! Nein! Lauf, Johnsy. Wenn ich mich jetzt da auf den Weg gemacht habe, haben sich jetzt die Jungs gegenseitig gegrieft. Oh mein Gott, ja, ich bin sowas von krass. Einen Pickaxe stark, ich bin direkt raus, ne? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss schnell klettern. Kletter! Nein! Oh mein Gott. Der Dave ist in der Lava. Zu blöd, Dave? Gut, Leute, ich bin down. Das war's gewesen. Dave Knight ist over and out. Ich bin blöd. Und jetzt? Ich muss hoch. Ach so, das geht höher. Ich bin tot. Ich muss da dann hier hin. Hoch. Schnell hoch, das wusste ich nicht. Hä, das wird der first win sein, oder? Die sind nicht hoch genug, die Lava wird sie richten. Digga, die sind da alle oben drauf. Und ich habe eine goldene Banane, ich glaube, ich gewinne es. Wenn ich jetzt einfach kein Damage kriege. Digga, ich mache nichts diese Runde. Ich mache den Dance, guck mich an, Jungs, die Lava kommt. Aber dabei gab es leider bloß ein Problem. Ja, Teamarbeit. So, wenn hier einer hochkommt, ich impulse die runter. Ich bin gerade bis am Shaken. Ey! Nein, es wird gegen mich geteamt. Das kann nicht sein. Ja, was machen die hier oben? Die teamen hier oben, glaube ich. Das? Nein! Oh mein Gott, er hat Glück gehabt. Oh. Bro! Nein! Ah! Kato ist so kacke. Oh Leute, ich lebe. Okay. Warte mal, Konzentration. Kato wird das nicht lange überleben. Nein! Mit jetzt Kato aus dem Weg waren jetzt nur noch Magikin und Maxify oben auf dem Dach am Leben, die sich jetzt aber auch nicht angegriffen haben. Sehe ich da etwa Teamer oder was? Nein, wir haben nur ein gemeinsames Ziel. Magikin, wir sind alleine, Magikin. Warte mal kurz. Nein, da drüben. Ja, ihr seid alleine, ihr müsst euch pickaxen. Pickaxe euch down. Nein. Ihr seid alleine, Jungs. Ihr seid alleine. Da jeder von uns drei genau die gleiche Anzahl an Leben und Healing hatte, habe jetzt einfach ich die Runde gewonnen, da die beiden geteamt haben. Nachdem ich jetzt noch ein bisschen getrash-talkt habe, sie haben fast alle einen Punkt außer Alvi. Bro, die Hälfte hat keine Punkte, aber Hauptsache Alvi hat keinen Punkt. Nach dieser Aussage war Alvi etwas getriggert. Fokus, Johnsy! Und das haben sie in dieser Runde zwar gemacht. Ess die Banane, Johnsy! Aber leider konnten wir die Runde nicht in die Wertung mit aufnehmen, da die Musik einfach viel zu laut war. Digga, die Musik ist ja
heller nervig. Und dreimal dürft ihr raten, wer jetzt diese Runde gewonnen hat. Ja, krieg ich keinen Punkt jetzt, obwohl ich der bin mit am meisten Leben. Mhm. Ach Mann, eh nicht. Bruder. Jetzt wird mir sogar ein Punkt gestealt, Bro. Nachdem Ivy dann in der nächsten Runde wieder unglaublich dämlich gestorben ist. Bro. Bro. Er cheatet. Er cheatet. Ivy. Ivy. Joyce, chill. Das ist auch nicht. Nein, ich hab den geschossen. Oh! Lol. Blättern. War bei ihm die Laune im Keller. Kleiner. Du, nee, also jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sauer. Jetzt habe ich keine gute Laune mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Da jetzt die Aliens auch wieder da waren, sind jetzt auch wieder die Creator gefallen, wie die fliegen. Blöde gut. 2 seconds later. Niklas? Oh mein Gott, Maxi headshottet mich. Oh mein Gott. Sodass am Ende nur noch Trials und Niklas da waren, die jetzt bis zur letzten Sekunde gefightet haben. Komm schon, ich gewinne das. 5, 4, 3, 2, 1. Mann, bitte! Mann! Ja, Niklas! Digga, Niklas hat ihn. What? Was, du hast ihn geholt? Du hast ihn geholt? Ich hab's nicht gesehen. Ich fass es nicht. Und da jetzt diese ganzen Runden so lange gedauert haben, haben wir jetzt beschlossen, dass ab jetzt jeder, der am Ende einer Runde lebt, einen Punkt bekommt. Und das hat jetzt nochmal richtig Schwung in die Sache gebracht. Aber bevor ich das jetzt announced habe, hat jetzt Ivy beschlossen, jetzt selbst den Goldfischback auszunutzen. Ich hol mir jetzt wieder welche. Ist mir jetzt egal. Ich spiele die jetzt. Ja, Trials, geh mit deinem Ding sonst wohin, du. Ja! Let's go! Nein! Mann, Johnsi! Während jetzt die Gebäude wieder eingeschnitten sind, hat jetzt Ivy beschlossen, alle Midas-Fische auf mich zu schmeißen. Aha. Er hat den Bug! Ja, komm her! Du Hund! Du Hund! Ah! Ivy! Wir können über alles reden, Mann! Let's go! Digga, du bist so ein. Ivy! Du bist so ein Hund! Du bist eine Katze! Du bist ein Sack! Ich weiß es nicht, Digga! Er rennt damit 80 von diesen goldenen Fischen auf mich drauf. Ivy hat es aber auch nicht viel gebracht, denn er ist kurz nach mir ebenfalls down gegangen. Boah, bitte! Oh! Was passiert heute? Ich bin tot. Oh Mann, ich hole ihn nicht mehr. Aber nachdem jetzt alle Gebäude, Pilze und Bäume umgefallen sind. Das Haus ist eigentlich. Digga, ich kack ab! Ich kann nicht mehr! Bro, wie er gerade gestorben ist, ist ja bodenlos traurig. Gab es nur eine Person, die am Ende der Runde noch stand und dieser war Maxi. Der Bug ist jetzt kaputt gemacht! Okay, das hast du gut gemacht. Den Win gönn ich dir. Und somit hatten jetzt David und Maxi beide 2 Punkte und wenn jetzt einer von den beiden die nächste Runde überlebt, gewinnt dieser. Und jetzt gab es auch noch eine komplett neue Katastrophe. Oh, es ist Toxic Rain. Oh mein Gott, es droppt jetzt schon. Was ist das denn? Ich bin schon was tot. Wie ehrenlos. Maxi, weißt du mir leid. Es tut mir leid. David hat über mir 100 Pro mit der Flintlock wieder. Oh. Warte mal, Trials holt Maxi. Und Trials ist down. Ey Leute, ich sage, Flintlock, beste Waffe, ne? Ich sag's euch. Ey, macht für die ganzen Kills. Ich muss da auch rein. Ich muss da rein. Ich muss mein Glück probieren. Da krieg ich da irgendwie einen Fisch. Hä? Es passiert gar nichts. Ich kassiere gar keinen Damage. Oh, ich höre den Damage nicht. Ich kassiere Damage. Ich hab ihn so outplayed. Hilfe, hab ich ihn outplayed. Oh Gott. Es soll halt auch nicht sein, Bro. Mann, es soll halt echt nicht sein, Digga. Bitte ist es die letzte Runde. Komm, Dave gewinnt oder Maxi gewinnt. Es soll halt echt nicht sein. Aber das wollte ich um jeden Preis verhindern. Ich kann dir nur Muni kaufen. Okay, dann prügel ich drauf. Das ist so unfair. Hat er mich gewonnen-hittet? Hat er zu viel Aim-Assist? Ach, Mann. Nächster Kill. Okay, ich muss David besiegen. Wenn es ich nicht mache, dann muss es Johnson machen und David verkacken. Ich muss ihn besiegen. Deswegen, ich glaube, Matching hat keine Waffen, oder? Ich pick es dir mit Simus. Wenn Simus pick ich sich David halt, bis er raus ist. Du kleiner Hosenscheißer. Geh auf ihn. Pick ich ihn, Johnson. Dave! Ey, wie die auf mich gehen, ne? Schau mal an, die ekligen. Ich hab ihn nochmal gepickt, bitte, Johnson. Ja, ich hab ihn. Und jetzt glaube ich Johnson auch nochmal. Mann, ey, die Teammen, Digga. Das ist doch unfair, Bro. Ich geh auf Magic. Nein. Jetzt gibt's mal einen klassischen Boxfight hier, hä? Komm her! Nein! Ja! Hab ich gewonnen?
Da aber Niklas die ganze Zeit noch gecampt hat, wo sind sie? Hatte ebenfalls mit Magic gemeinsam diese Runde gewonnen und beide haben jetzt wieder einen weiteren Punkt bekommen. Easy! Okay, also Punkt. Und somit gab es schon drei Leute, denen nur ein einziger Punkt mehr gefehlt hat. Aber da alle drei in der nächsten Runde, wo die Asteroiden nochmal gekommen sind, gestorben sind. Nein! Die Flintlock, Junge, wer war die Flintlock? Ach Mann, ey, nee, das macht doch keinen Spaß. Verkackt, das ist peinlich. Der Mega-Meteor! Ich bin tot. Nein! Maxi hat's auch zerlegt. Die Dinosaurier wurden mal wieder ausgelöscht. Gab es jetzt noch eine weitere Runde, wo es jetzt aber diesmal vier Leute schaffen konnten. Oh mein Gott, jetzt nochmal Tornados. Das ist die alles entscheidende Runde. Ich will nicht down gehen. Hier vorne mal eine Banane rein, Zwirbel. Ich muss die Runde jetzt gewinnen. Schau mal, Maxi macht das aber meine Taktik, Leute. Indem er auf das Gebäude oben rauf geht. Maxi, ich komme. Der kann nur hier hoch, der kann nur hier hoch. Wartet er da oben schon auf mich? Nein, oh Mann! Oha, er tanzt! Was war deine Mission, Bro? Wir gehen jetzt aggressiv rein. Oh mein Gott, ich muss das Ding poppen. Die Banane war doch schon durch! Das ist respektlos. Wo ist Magic hin? Schau aus Magic hin. Ja! Asakato. Der ist so sauer. Der ist so sauer, der Mann. Magic wird so gefokust. Oh. Oh, oh, oh. Huch, Tornado holt mich. Und somit gab es jetzt noch Maxi, Niklas und Trios. Warte, wer hat alle zwei Punkte? Ich. Hat Trios auch zwei? Nee, ich hab einen. Oh mein Gott. Comeback des Jahres. Ja. Ey, ist vorbei? Wenn Maxi das jetzt gewinnt, er klettert. Ich kletter mein Leben, Großer. Du bist einfach über die Tornados. Ja, ich weiß. Junge, wie hoch? Hab ich mir von Dave abgeguckt, den Spot hier. Wenn es jetzt over ist, hat Maxi gewonnen. Runter, komm, Maxi! Komm runter zu mir! Nein! Maxi, du es bitte! Nein! Ja, Maxi, was? Okay. Oh mein Gott! Ist immer nicht vorbei. Was ist das hier? Und somit gab es jetzt fünf Kandidaten, die jetzt diese Runde gewinnen konnten. Und Maxi hat jetzt direkt Karma bekommen. Auf Ehrenbasis. Weggemacht, okay. Im Maxify. Es gab jetzt immer einen Vulkanausbruch, weswegen wir jetzt beschlossen haben, alle ins gleiche Gebäude zu gehen. Wer wird das Ganze gewinnen? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Hä? Okay, alle jetzt auf das Main-Gebäude drauf. Alle müssen jetzt ins Main-Gebäude rein. Wir klären das jetzt. Da, wo Dave nicht oben ist. Dave, nein. Stop, Freunde. Hä? Nein. Niklas. Kato. Nein, nein. Dave, wir sind ein Impuls da oben. Schau rein, Niklas. Dave, wir lösen das Problem. Oh, Niklas. Dave, wir lösen das Problem jetzt. Dave, was machen wir jetzt hier? Ha! Ja, das machen wir. Der ist gehoben. Nein! Oh mein Gott! Komm doch. Ja, komm, pass auf. Nein. Nein! Das war's mit Joyous! Nein. Na, Chonzi, wie geht's dir da unten? Bruder, ich muss ja gar nichts mehr tun. Ich lebe! Ich lebe! Ja, Bruder, nicht für lange. Gewinn das, Jonas! Longshot! Komm schon! For the win! Und der ist einfach über das ganze Gebäude rüber geflogen. Und somit konnte ich jetzt nichts mehr tun und Dave hat sich damit seinen dritten Win geholt und somit das Turnier gewonnen. Und jetzt vergesst auf gar keinen Fall Creator Good John 7 in einem Shop einzutragen.